Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Don. Nach einer längeren Pause wegen meines Rom-Aufenthalts melde ich mich bei euch mit einem neuen Video. Mitte August gibt es einen besonderen kirchlichen und auch staatlichen Feiertag, Maria Himmelfahrt. Oder wie es mit kirchlicher Correctness heißt, Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Gefeiert wird das Ganze am 15. August. Maria Himmelfahrt hat aber nichts mit Maria als Astronautin zu tun. Schon in der frühen Kirche hat man der Entschlafung Mariens gedacht. Und hier wird es spannend, denn Maria ist weder gestorben noch begraben worden. Es gibt ja auch kein Grab, wo Maria beigesetzt wurde. Denn Maria ist dem christlichen Glauben nach mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Das besagt das Dogma, das Pius XII. 1950 feierlich verkündet hat. Was jetzt ein Dogma ist, das erkläre ich euch ein anderes Mal. Die sogenannte Entschlafung Mariens besagt, dass Maria am Ende ihres Lebens nicht gestorben, sondern eben eingeschlafen ist. Unsere Heilige Schrift, die Bibel, liefert uns dazu leider keine Anhaltspunkte. Aus dem Leben Mariens im Neuen Testament bekommen wir dazu keine Infos. Wir können aber auf andere Quellen zurückgreifen, die sogenannten Apokryphenschriften, Schriften und Quellen eben, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Dort wird uns erzählt, dass die 12 Apostel Maria zu Grabe getragen haben. Dort haben sie gebetet, gesenkten Hauptes, und als sie wieder aufblickten, war Maria weg. Aber eine Besonderheit hat sich dort ergeben, nämlich ein besonderer Duft hat sich breit gemacht. Ein Duft von Rosen und Kräutern. Darum ist es auch heute noch Brauch, dass am 15. August, an diesem besonderen Feiertag, Kräuter gesegnet werden, die man sich mit nach Hause nehmen kann, damit der Segen allen gilt, die dort wohnen. Warum eigentlich so ein Specialfest für Maria? Gibt es da im Laufe eines Jahres nicht schon genug davon? Das ist eine berechtigte Frage. Doch Maria hat als Erste der Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus geglaubt. Und als Erste ist ihr auch diese besondere Ehre zuteil geworden, nämlich vollkommen mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen zu werden. Auch wir werden einmal in den Himmel kommen, doch bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. In der Zwischenzeit warte ich auf eure Likes und eure Kommentare. Mit lieben Grüßen, euer Don.